Das sind Pfifferlinge mit Weißbier und toskanischer Pesto. Heute, ich bin gefährlich, sehr gefährlich, Bilal. Lieber nicht mit Ihnen streiten. Nein, immer lieb sein. Solange Sie das Messer in der Hand. Ja, richtig. Also, die Fattoria La Viana ist heute mal wieder beim Peter Pomkratz in der Grünwalder Einke, wo wir sehr, sehr gerne sind, bei unserem bayerischen Löwen. Und unser Lieblingswein mit Abstand ist der Barricato Bianco. Das ist ein in Barrique ausgebauter Chardonnay Malvasia, ungefiltert. Das ist die alte Tradition der Toskana. Und es ist ein Wein, ein bisschen wie ein Rotwein zu handeln. Schmeckt traumhaft zu wild oder zu schweren Käse. Alles, was so ein bisschen üppig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den trinken wir selber von La Fiala. Man kann es ja auch so schön sehen. Und den nehme ich immer mit. Das ist mein ständiger Begleiter auf allen Events. Und ansonsten sind wir unterwegs, machen viel auf Golfplätzen. Ich halte es für eine totale Legende, dass am Golfplatz nur Saft getrunken wird. Das stimmt nicht. Und da sind wir nächste Woche am Tegernsee und in Eckling. Dann sind wir sogar dieses Jahr mit World Childhood Foundation in der Residenz Würzburg mit der Königin Silvia. Also es ist ein sehr bewegtes Jahr. Aber hier hängt unser Herz natürlich in München, müssen wir sagen. Jetzt die Feli muss auch ein bisschen mittrinken, damit man auch sieht, dass man die Weine trinken kann von La Fiala. Salute! Die sind so gut, Tinti. Die trinken wir auch selber. Salute! Ja, die trinken so gut. Hatip. Es ist mir auf den Teller gepackt worden. Es ist irgendwie so ein Lappen Fleisch auf dem Grill gewesen und das haben sie runtergeschnitten. Und du bist was, hast ganz was Seriöses hier. Dann mit wem du hier bist heute mal. Ja, es ist die zweite Mama von Marlo. Wenn ich arbeite, ist er bei ihr. Das ist die beste Mami, die beste zweite Mami von Marlo auf der Welt, auf der größten. Also die Kinder heutzutage, so im Teenie-Alter, spielen meistens Minecraft oder Clash of Clans. Da kennen wir uns jetzt nicht so aus, aber es soll sehr cool sein. Und deine? Ja, genau dasselbe, weil es spielen ja alle das Gleiche. Minecraft und Clash of Clans und die verbinden sich dann auch untereinander und schicken sich Nachrichten und treten ihrer Clan bei. Und ja. Aber das ist doch mal richtig schön, wenn die Kinder auf so ein Sommerfest auch mal mitgehen, oder? Das ist total schön, wenn die mal mitkommen können, weil es halt auch mal am Wochenende ist, ja, damit sie am nächsten Tag keine Schule haben und Verstecken spielen können zwischen den ganzen Leuten hier. Kommt, glaube ich, super an, dass die hier Verstecken spielen. Ja. Wie geht's?